Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Und zwar geht es heute um GS5 Akt 2, alle Sammelobjekte. Und zwar bei Kapitel 1 werden wir jetzt alle relativ schnell am Anfang bekommen. Die meisten, die bekommen wir, bevor wir überhaupt mit ihren Gegner kämpfen müssen. Und zwar, ihr seht, hier liegt Sammelstück Nummer 1. Hier sind gleich drei Komponenten auf einen Haufen. Dann laufen wir das Stückchen hier zurück an den Fischen vorbei und holen uns gleich die nächste Komponente. Einfach jetzt, sobald wir quasi an den Fischen vorbei sind, laufen wir links die Treppe hoch, gehen jetzt ein kurzes Stück nach rechts, laufen durch und auf der rechten Seite in so einem Regal ist Komponente Nummer 4. Und von hier aus laufen wir jetzt so ein kleines Stück wieder zurück. Ihr seht, ich habe es jetzt hier, glaube ich, gleich beschleunigt, wenn ich mich noch recht erinnere, wobei ich sehe es ja hier. Lauft hier quasi ja auch wieder so eine kleine Treppe hoch und geht diesmal nach rechts. Eine Treppe runter und direkt vorne liegt auch schon die nächste Komponente, die Nummer 5. Und von hier aus einmal wieder raus. Dann halten wir uns links, quasi auf diesem Hauptweg, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und hier ist so eine kleine Schmiede oder dergleichen und direkt darauf liegt im Endeffekt auch so ein Nummerschild. Und das ist unser Sammlerstück Nummer 2. Und hier kommt direkt auch noch Nummer 3. Ihr seht hier so ein, was soll das sein, so einen riesigen Zahn oder sowas, irgend so ein Knochen auf jeden Fall. Und an dem Knochen halten wir uns links, auch wieder eine kleine Treppe nach unten und im Schnee ist ein Helmchen, das Sammlerstück Nummer 3. Und von hier aus laufen wir jetzt quasi, oder spielen wir erstmal ein Stückchen weiter, bis man, ihr habt es ja gesehen, bis er quasi aus der Tür hier rauskommt. Dann laufen die hier relativ rechts und da ist so ein kleines Räumchen, da gehen wir rein und holen die nächste Komponente. Also Kapitel 1 wird relativ generell zügig gehen. Ich meine, ihr seht ja, hier gibt es nicht allzu viele Sammlerstücke und Komponenten dergleichen. Ihr solltet ihr ein bisschen nachgeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Freund die Falle aktiviert hat vorher. Wenn ich laufe, ist so ein bisschen dran vorbei. Und hier hinter dem Stein haben wir das nächste Sammlerstück Nummer 4. Und von hier aus gehen wir quasi ja, ein Stückchen nach unten. Und hier links geht ihr quasi einmal in den Raum rein. Und hier haben wir gleich eine Komponente und ein Sammlerstück. Zuerst sammle ich hier das Sammlerstück ein. Und wie gesagt, hier direkt ist auch noch die Komponente. Die nächste, die Nummer 7. Und jetzt gehen wir aus dem Raum wieder raus und folgen im Endeffekt weiter den Weg, bis wir hier zu so einer, ja, Metalltür kommen, die von alleine aufgeht. Und ich meine, das Sammlerstück, das kann man schon gefühlt nicht übersehen, so wie das funkelt. Und das liegt ja auch direkt auf dem Weg. Ihr seht ja hier am Spind quasi, haben wir Nummer 6. Dann gehen wir einmal raus, beziehungsweise wir laufen einmal durch die Treppe hier runter, biegen jetzt einmal links ab in diesen Raum hier. Man sieht es ja schon, direkt hier ist Komponente Nummer 8. Und dann laufen wir hier wieder raus aus dem Häuschen, aus dem Räumchen eher. Gehen links hier einfach den Weg im Endeffekt weiter folgen. Und dann gehen wir links in diesen Raum, der so ein bisschen, was soll da drin sein? Serverraum? Ich, keine Ahnung, irgendwas so in der Richtung, vielleicht auch Treibstoff, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier in diesem Regal drin Komponente Nummer 9. Dann gehen wir einmal wieder raus und quasi wieder im nächsten Häuschen. Auf dem Tisch liegt ein Zettelchen, das Sammlerstück Nummer 7. Das nehmen wir auch einmal auf, logischerweise. Und dann laufen wir hier das kleine Treppchen nach unten, halten uns rechts. Und da vorne ist so ein, ja, was soll es denn? Ich glaube, da ist Fisch drin, wenn ich richtig gesehen habe. Auch wieder so eine kleine Hütte, aber diesmal gehen wir nicht rein, sondern quasi hinter dem, ja, hinter der kleinen Hütte ist im Endeffekt Komponente Nummer 10. Wir laufen hier weiter nach unten. Ich meine, das ist eh der Weg, wo ihr laufen müsst für die Hauptstory. Wir halten uns hier rechts, gehen hier die Treppe runter und quasi jetzt auf der rechten Seite auf einer Box ist wieder so ein Zettelchen. Das müsste Sammlerstück Nummer 8 sein. Und hier habt ihr jetzt so eine kleine Cutscene gehabt. Ihr hattet auch so einen kleinen Fight, wie man offenbar sehen kann. Und wir laufen jetzt im Endeffekt den ganzen Weg wieder zurück. Wir waren hier schon mal in diesem Raum. Wir halten uns aber diesmal links, denn jetzt ist die Tür hier aufgegangen. Und hier können wir direkt drei Komponenten einsammeln. So, wir sind jetzt quasi hier in diesem Raum drin, wo die Waffen sind, wo ich so ein bisschen ausrüsten könnt. Und quasi hier rechts im Eck ist die nächste Komponente.
Und von hier aus, wir laufen jetzt einmal durch. Ihr habt da jetzt auf jeden Fall einen Fight. Ich habe die alle schon gekillt. Wir laufen jetzt einmal, wie gesagt, durch. Da ist eine rote Tür, die erkennt man relativ gut. Die muss man einmal aufmachen. Auf der rechten Seite haben wir jetzt gleich eine Blaupause. Da müsst ihr so ein bisschen nachgeben. Je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad ihr aktuell spielt, killt eventuell die Gegner halt eben vorher noch. Dann sind wir hier jetzt in diesem Raum, kurz bevor wir quasi die Open World von Gears 5 betreten können, laufen wir einmal die Leiter hoch und hier direkt vor uns auf diesem Steuerpult, was auch immer, liegen drei Komponenten, die einmal einsammeln, dann laufen wir hier nach unten, gehen hier einmal durch und sammeln jetzt unsere letzte Komponente ein, machen hier vor den Deckel weg. Und hier haben wir jetzt auch quasi links von uns gleich noch das letzte Sammlerstück. Wie gesagt, Kapitel 1 war relativ einfach. Freut euch schon mal auf Kapitel 4. Da wird es nämlich deutlich, deutlich mehr geben. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Hauptmission in Kapitel 2. Und wir haben jetzt unsere erste Reliktwaffe. Und da muss ich anmerken noch dazu, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr euren Erfolg bekommen möchtet, mit jeder Reliktwaffe auch einen Kill machen. Macht ihr keinen Kill damit und sammelt sie nur auf, dann wird das Ganze nicht angerechnet. Also ihr müsst immer, wenn ihr eine Reliktwaffe aufhebt, auch damit auf jeden Fall einen Kill machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das auf jeden Fall nicht vergessen. Und hier vorne quasi, ihr habt es ja gesehen, wir sind quasi links von so einer großen Stahltür aus, ja, zu einem Weg entlang gegangen. Und hier ist auch schon die erste Reliktwaffe für uns. Ihr seht, ich werde jetzt anhand der Open World quasi immer einmal die Minikarte öffnen oder beziehungsweise dann die große Karte und zeige euch dann die Position, wo ich mich befinde. Hier haben wir jetzt Sammlerstück Nummer 1. Wir gehen jetzt hier weiter direkt zu Komponente Nummer 1. Das ist hier alles in der Nähe. Wir laufen hier einmal vorbei. Dann laufen wir hier den Weg nach oben. Und da wird jetzt auch gleich, glaube ich, im Schnee Komponente Nummer 1 sein. Ja, nicht hier. Das ist Munition einfach nur. Sondern hier links neben dem Reifen im Endeffekt ist die erste Komponente. Und von der ersten gehen wir quasi zu der zweiten. Ihr seht es wieder. Die Position zeige ich euch immer anhand der Karte. Und quasi hier ist so ein kleines Hütchen. Hier haben wir Komponente Nummer 2. Und in der Hütte drin haben wir unsere zweite Reliktwaffe. Wie gesagt, ich will es nochmal anmerken. Ihr müsst auf jeden Fall damit einen Kill machen. Vergesst es nicht. Ich lasse jetzt mal eben kurz für Sammlerstück Nummer 2 das Video für sich selber sprechen. Ich will kurz erklären, was es mit den Orten für Check-Upgrades auf sich hat. Das Ganze sind nämlich keine direkten Check-Upgrades, sondern im Endeffekt nur ein Schritt dafür, wenn man so sehen möchte. Und zwar, ihr müsst Nebenmissionen abschließen, um Check-Upgrades zu bekommen. Und die Nebenmissionen sind quasi meistens, dass man so einen Ort erkunden muss und da eventuell ja Gegner töten muss. Und was hier in dem Fall jetzt auch dafür, ja, eben zu sehen ist, wir haben jetzt sowohl bei Sammlerstücke wie auch bei Check-Upgrades einen roten Pfeil. Das heißt jetzt für euch im Endeffekt, das Ganze stackt sich so ein bisschen. Ihr sammelt ein Sammlerstück ein, das wird separat als Sammlerstück angerechnet. Aber das Ganze wird auch ein Teil für ja, ein Upgrade von Check sein. Deswegen lasst euch da nicht verwirren oder ich hoffe, das ist halbwegs verständlich, einfach generell. Ihr müsst halt einfach, wie gesagt, nie Missionen abschließen, dafür kriegt ihr ein Teil für ein Check-Upgrade jetzt hier in dem Fall und das Teil ist aber auch gleichzeitig ein Sammlerstück, deswegen ist halt ja beides markiert. Falls es einer nicht richtig verstanden haben sollte, schreibt mir einfach einen Kommentar und ich werde halt drauf eingehen. Hier hatten wir auch einen kleinen kurzen Fight. Wir laufen ja einfach mal den Schienen entlang, gehen quasi zu dem letzten Waggon, machen hier die Tür auf, beziehungsweise wir treten die ja hier ein und quasi hier liegt das Teil, das sowohl wie gesagt ein Sammlerstück ist, wie auch ein Part für ein Upgrade von Check. Und hier rechts davon haben wir auch schon die nächste Komponente. Hier sieht man es auch, Ort abgeschlossen. Das sind, wie gesagt, im Endeffekt die Nebenmissionen. Die müsst ihr halt machen, um die ganzen Check-Upgrades zu bekommen. Hier gehen wir direkt weiter mit der ja, nächsten Nebenmission, wenn man so sehen möchte. Und zwar haben wir hier auch wieder ein Sammlerstück. Wie gesagt, falls es da irgendwie Probleme geben sollte, dass der ein oder andere nicht ganz so versteht, was ich damit meine, das um ein bisschen komisch zu erklären, dann einfach ja, einen Kommentar schreiben und dann kann ich eventuell drauf eingehen. Ihr seht es jetzt hier, beziehungsweise ihr seht es nicht. Das muss nämlich bei mir ein Bug gewesen sein.
Hier liegt eigentlich ein Buch, wo ich hingeschossen habe. Meine Freunde haben das komischerweise gesehen, nur ich nicht. Also vergesst es nicht, wenn hier eventuell nichts drückt, liegt, dann drückt auf jeden Fall mal X oder eure Aufhebtaste. Hier vor mir liegt auch wieder etwas, eine Komponente, die mir komischerweise nicht angezeigt wird. Wie gesagt, meine Freunde haben die gesehen, ich komischerweise nicht. Wir sind jetzt hier in diesem Raum. Wir sind quasi jetzt der Hauptmission weitergegangen. In Kapitel 3 sind wir ja schon vor allem. Und haben wir hier das Sammlerstück aufgesammelt. Laufen wir hier auch einmal ein bisschen weiter, bis wir quasi hier bei diesem Durchgang sind. Hier haben wir so ein Haus, da drehen wir einmal die Tür auf. Dann laufen wir hier nach unten und hier haben wir quasi schon die nächsten drei Komponenten. Ihr müsst einmal Check das Ganze aufmachen, einmal entweder den Befehl geben Check oder euer Kollege, der Check spielt, macht das Ganze hier auf. Und dann sammeln wir die drei Komponenten ein. Sobald ihr jetzt hier an diesem Punkt seid, wo ihr eine Tür aufmacht, nachdem ihr die aufmacht, in den Raum quasi reinlauft, nach unten stürzt, hier ist sehr dunkel, wie man unschwer erkennen kann, am besten gucken, dass Check da mit euch fliegt. Und zwar gehen wir einmal durch und hier haben wir jetzt einen Raum, wo ja Gas drin ist. Ihr könnt jetzt entweder Check losschicken, der wird das Ganze dann für euch holen, oder ich denke mal, wenn man auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielt, kann man da einfach durchrennen, so wie ich das gemacht habe. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht, wenn man auf einem höheren spielt, vielleicht stirbt man da schon direkt. Da also ein bisschen vorsichtig sein. Und hier kann quasi das direkt, ja schon fast neben diesem Raum mit dem Gas, kann ja einmal Check die Tür für euch aufmachen. Und hier haben wir auch schon drei Komponenten, die einmal aufsammeln. Das sind auch die letzten im Endeffekt für Kapitel 3. Kapitel 3 geht auch wieder ein bisschen schneller. Und quasi im selben Raum haben wir ja schon das Sammlerstück Nummer 2. Von hier aus gehen wir weiter. Das wird jetzt auch wieder, wie gesagt, relativ schnell gehen mit den Sammlerstücken. Wir gehen hier einmal in diesen Raum mit den Leichenbetten drin, mit den Leichen auch teilweise. Sammeln hier einmal dann das Sammlerstück ein. Von hier aus einmal umdrehen und jetzt leicht nach links gehen. Nicht so wie ich jetzt hier. Ich gucke nach rechts, da müsst ihr nicht hin, sondern ihr müsst die Tür aufmachen. Dann seid ihr hier in diesem Spielzimmer, in diesem Kinderzimmer wohl eher gesagt. Dann springt ihr hier einmal drüber und auf der linken Seite auf dem Tisch ist schon wieder das nächste Sammlerstück, Nummer 4. Dann gibt es ja auch nur noch zwei Stück. Wie gesagt, das Ganze geht hier auch sehr, sehr schnell in Kapitel 3. Kapitel 4 wird das Schlimmste, glaube ich, in Akt 2. Wir sind hier in diesem langen Flur. Da gehen wir einmal in diesen Raum, wo die Leiche da drin liegt. Und direkt neben der Leiche, an so einem kleinen Operationstisch, haben wir das letzte, sondern das nächste Sammlerstück. Und sobald ihr jetzt hier die Treppe runtergekommen seid, seid ihr auch wieder in so einem, ich weiß nicht, Serverraum. Ich kann es schlecht deuten. Und hier liegt im Endeffekt auch schon das letzte Sammlerstück für Kapitel 3. So, ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall ein paar mehr einzusammeln. Sobald ihr jetzt hier an dieser Tür seid, in dieser großen, quetscht ihr euch einmal hier durch. Dann geht ihr jetzt nach links gleich. Da wieder einmal die Leiter hoch. Dann hier einmal noch die kleine Treppe hoch, quasi in den Raum rein. Und links ist wieder so ein Deckel, den man abmachen kann. Und hier drin haben wir wieder drei Komponenten, die einmal aufheben. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt im Endeffekt gleich nochmal. Wir haben jetzt gleich nochmal so eine Tür, die müssen wir aufmachen. Da sind wieder drei Komponenten drin. Und zwar, sobald hier die große metallene Tür aufgegangen ist, geht ihr hier einmal raus und holt euch eure drei Komponenten. Das Ganze wird jetzt hier alles sehr viel Open World sein. Wie gesagt, ich öffne immer die Karte, also ihr solltet euch da, denke ich mal, zurechtfinden. Hier, wir holen jetzt Reliktwaffe Nummer 1 hier in Kapitel 4 oder die erste halt in Kapitel 4, nicht generell für den Akt, aber halt die erste, wie gesagt, für Kapitel 4. Vergesst, wie gesagt, auch nicht einen Kill damit zu machen, das ist sehr wichtig. Und zwar hier bei diesem Auto haben wir hier so eine Box und auf der Box ist ein Zettelchen, das auch einmal aufsammeln. Und ja, selbe Spielchen wieder, Karte aufmachen. Ihr könnt markieren, vergesst es nicht. Ihr könnt da einfach einen Marker immer setzen. Guckt, wo ich bin, setzt euch einen Marker dahin und dann fahrt ihr mit eurem Mobil dahin und sammelt eure Sachen ein. Quasi hier direkt in der Nähe haben wir auch schon Komponente Nummer 8. Ich glaube, zur Reliktwaffe, je nachdem, wo ihr jetzt geparkt habt, könnt ihr direkt hinlaufen. Ja, das Ganze ist alles hier vor der verlassenen Mine. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Erstmal holen wir natürlich diesen Arkonbogen. Und jetzt gehen wir quasi in die verlassenen Minen rein. Und ja, ihr seht es, hier einmal nach unten laufen. Wir sind jetzt hier wieder bei den Schienen. Und rechts davon ist wieder so ein umgestützter Waggon vor so einem Tunnel. Da gehen wir einmal rein. Und hier rechts haben wir auch schon die nächste Komponente, Komponente Nummer 9.
Und hier sind wir jetzt ein bisschen weiter gegangen. Ihr seht, sobald hier die Tür öffnet, wir sind hier noch relativ in der Nähe, hier in der Richtung, wo ich gerade hingucke. Da waren wir jetzt im Endeffekt für Komponente Nummer 9. Wir gehen jetzt hier diesmal einmal die Leiter hoch. Gehen jetzt hier nach rechts und auf dem Boden liegt Sammlerstück Nummer 2. Hier, wir öffnen einmal die Metalltür. Jetzt warten wir noch, bis Jack durchkommt. Gehen hier jetzt einmal nach rechts, biegen dann im Raum gleich nochmal nach rechts ab. Und an der Wand ist so ein Poster. Das ziehen wir hier einmal ab. Und quasi direkt hinter uns an dem Poster haben wir wieder so eine Box, die Jack öffnen kann für uns. Und hier haben wir direkt wieder 5 Komponenten drin. Die wieder aufheben. Und jetzt hier, ja, ein bisschen weiterspielen, bis wir hier in diesem Raum drin sind. Und da auf dem Tisch haben wir schon Sammlerstück Nummer 4. Ja, ja, es gibt ja schon ein paar Sachen zum Einsammeln. Direkt hinter uns haben wir wieder 3 Komponenten. Also Gears 5 hat generell nicht gespart mit Sammlerstücken. Das ist schon wild, wie viele Sachen es hier zum Einsammeln gibt. Wir sind jetzt wieder draußen quasi in der Open World. Habt ihr wieder die Markierung gesehen, denke ich mal. Und hier holen wir die nächste Komponente. Hier einmal die Tür öffnen. Wie ihr auch gleich sehen werdet, das Ganze wird auch wieder ein Teil von einer Mission sein für die Upgrades von Jack. Das war hier hinten im Eck, neben diesem Generator oder was es auch immer sein soll, ist die nächste Komponente. Und im selben Raum quasi, hier neben diesem Schrank, haben wir wieder das Sammlerstück, was auch wichtig wieder ist für ein Jack-Upgrade. Ihr seht es ja auch wieder, ein Ort ist quasi hinzugekommen neben Jack-Upgrades. Und sobald ihr jetzt hier in diesem Raum seid, wo Jack im Endeffekt hier was an diesem PC machen kann, könnt ihr gleich die nächste Komponente einsammeln. Ihr seht es, mein Kollege hier, der fummelt ein bisschen an dem PC hier rum, was auch immer. Sobald dann hier die Tür auf ist, könnt ihr quasi hier oben Jack für euch eure Komponente einsammeln lassen. Das ist jetzt schon Nummer 20. Und hier hat jetzt gleich mein Kollege schon mal die Komponenten eingesammelt. Lasst euch da jetzt nicht verwirren. Da drin müssten 5 Stück sein. Das ist genau hier, wenn ihr die Treppe runterlauft, auf der linken Seite. Wieder so eine Box und Deckel, den ihr abmachen müsst. Und da drin sind logischerweise wieder die Komponenten, die ihr aufnehmen müsst. Ihr seht es jetzt hier. Bei diesem abgestützten Flugzeug befinden wir uns aktuell. Gehen da einmal rein, gehen nach rechts. Wieder dasselbe Spielchen. Einmal den Deckel wegmachen und die 3 Komponenten aufsammeln diesmal. Und hier haben wir gleich noch, glaube ich, 2 Sachen, wenn ich noch alles richtig im Kopf habe. Laufen wir einmal nach vorne. Gucken hier rechts auf dem Boden im Schnee. Sind direkt nochmal 3 Komponenten, die einmal aufheben. Und hier haben wir jetzt gleich das erste Upgrade. Also das richtige Upgrade. Nicht nur ein Ort, nicht nur ein Teil davon, sondern wirklich das erste, nächste Upgrade. Ja, von Check quasi. Zumindest das erste, was man, ich sag mal, verpassen kann. Man hat ja auch schon vorher welche eingesammelt. Allerdings waren die halt eben nicht verpassbar. Und die zeige ich dann logischerweise auch nicht im Video. Macht einfach für mich keinen Sinn. Und hier haben wir auch schon Reliktwaffe Nummer 3. Die hier einmal aufheben. Da habt ihr dann Boldog. Wir sind dann hier. Ja, wo sind wir denn? Hier ist nichts groß außer so ein, was soll es sein? So ein Metallstück, was aus dem Schnee herauskommt. Und direkt da vorne haben wir die nächste Komponente. Wir sind jetzt hier quasi gleich bei einer oder direkt neben einer Nebenmission. Und hier ist eine Leiche. Da sammeln wir die Marke für ein. Direkt vorne hier im Eck. Man sieht schon so ein bisschen, sind die nächsten Komponenten, die nächsten 3. Die auch einmal mitnehmen. Und jetzt gehen wir hier quasi Richtung Nebenmission. Das ist jetzt im Endeffekt hinter uns. Man erkennt es ja auch immer gut an diesen gelben Flaggen, wenn wir bei einer Mission in der Nähe sind. Von hier sind wir hochgekommen, wo ich investiert habe. Hier hatten wir jetzt einen kleinen Fight. Da laufen wir jetzt einmal durch. Und hier vorne befindet sich auch gleich, ja, das Sammlerstück, beziehungsweise halt eben auch ein Teil für Jacks Upgrade. Dann das Teil rausnehmen. Da haben wir es. So, wir sind jetzt hier, ihr seht, Ort abgeschlossen. Wir sind jetzt hier quasi in der Nähe von der Hauptmission. Da auch wieder, man erkennt es an der Flagge.
Das ist auch quasi wieder immer da, wo Flaggen sind. Das ist eigentlich, ich glaube, Hauptmissionen haben auch immer eine Flagge. Ist dann entweder immer eine Haupt- oder eine Nebenmission. Hier haben wir die nächste Reliktwaffe, Boomshot. Und von hier aus gehen wir wieder raus, laufen einmal durch, gehen hier jetzt nach rechts und sammeln die nächste Komponente ein. Dann laufen wir gleich wieder zurück oder Komponenten. Das sind ja diesmal wieder drei Stück. Hier, ich zeige es nochmal auf der Karte für die Leute, die vielleicht eventuell im Video hin und her springen, damit die auf jeden Fall wissen, wo ich mich aktuell befinde. Deswegen öffne ich die dennoch, auch wenn ich quasi direkt straight zu dem nächsten, ja, Komponentenstück oder was auch immer hingegangen bin. Und jetzt laufen wir hier Richtung, ja, der Tür, gehen zu diesem Steuerpult oder was es sein soll und sammeln hier auch gleich wieder das nächste Sammlerstück ein. Das sind Zettelchen. Das nehmen wir mit. Lenas Notizen. Das machen wir hier einmal auf. So, hier finden wir jetzt gleich auch die nächste Komponente. Das Ganze ist jetzt hier auch der letzte Schritt für ein Upgrade von Jack. Ihr seht es auch immer hier, wenn ich die Karte öffne, rechts davon sind die Sekundärziele zu sehen. Da könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen auch daran orientieren. Ich meine, hier kommt man eh nicht rein, glaube ich, wenn man die vorherigen Missionsschritte hier nicht gemacht hat. Deswegen gebt da immer so ein bisschen Acht. Haltet euch ans Video, sonst kommt ihr da eventuell an manche, ja, Räume nicht rein. Hier einmal dann den Spind wieder öffnen lassen. Dann das nächste Teil für Jack rausholen, das nächste Upgrade für ihn. Und von hier aus spielen wir ein bisschen weiter, bis wir quasi an diesem Punkt hier sind, bei diesen abgestürzten Flugzeugen. Ich meine, wenn ihr keine Karte seht, dann liegt es manchmal daran, dass ich sie nicht öffnen kann. Es gibt immer wieder Gebiete, wo ich keine Karte groß machen kann, falls ihr dann irgendwie Probleme habt, was die Orientierung angeht. Einfach dann, ja, wenn ich es nicht zeige, zumindest Richtung Hauptmission gehen. Seht ihr bei diesen Türmen? Da sind wir aktuell angekommen. Hier hatten wir auch einen kleinen Fight. Und hier kann Jack wieder so eine Box öffnen. Hier sind wieder drei Komponenten drin, die einfach einmal rausnehmen. Und von hier aus, sobald ihr jetzt quasi hier die orangene Tür öffnen müsst, wir sind wieder an so einem Funkturm. Ihr seht hier links, gelangen sie in den Funkturm, haben wir abgeschlossen. Halten wir uns aber auch links und gehen quasi in diesen Raum hier, machen diese Klappe wieder auf und holen die Komponente Nummer 46 raus. Und von hier aus gehen wir jetzt quasi, man sieht schon wieder gelbe Flagge, Nebenmission oder Hauptmission. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, bei der Hauptmission nicht zu 100% sicher. Ich glaube, da muss nicht immer was angezeigt werden, wird es aber auch oft. Hier rechts neben der Leiche haben wir das nächste Sammlerstück. Und hier hatten wir jetzt auch einen kurzen Fight. Den habe ich natürlich weggeschnitten, den wollt ihr natürlich nicht sehen. Da laufen wir einmal nach oben. Und hier haben wir Sammlerstück, was halt eben auch gleich quasi ein Ort ist, beziehungsweise ein Upgrade für Jack. Also alles drei jetzt in dem Falle. Hier haben wir es. Hier sehen wir es auch gleich nochmal. Hier haben wir Jack Upgrade Blitzis freigeschalten. Und hier stand es auch nochmal Sekundärmission abgeschlossen. Gehen wir einmal nach unten. Gehen dann nach rechts. Hier sehen wir so Eis, ja, so gefrorene Eisstangen, was auch immer. Schießen die einmal weg. Müssen nicht mal beide wegschießen. Eins reicht, dann gehen wir hier rein. Und hier liegen auch nochmal drei Komponenten. Jetzt wird es gleich sehr wichtig. Wir gehen gleich zu der Hauptmission. Allerdings macht er erstmal nicht weiter. Weil ich glaube, sobald ihr jetzt hier weitermachen würdet bei der Hauptmission, würdet ihr quasi Kapitel 4 beenden. Und zwar, ich bin jetzt nur hier im Endeffekt, um eine Reliktwaffe einzusammeln. Weil wenn ihr die jetzt später einsammeln würdet, dann würdet ihr keinen Kill mehr mit der machen können. Und dann würdet ihr euren Erfolg mit den Reliktwaffen nicht bekommen. Deswegen sind wir hier und holen die Dropshot, allerdings, wie gesagt, macht nicht mit der Hauptmission weiter. Sobald wir dann quasi unsere Reliktwaffe haben, weil hier haben wir jetzt gleich nochmal eine Chance, welche zu töten, sammeln wir jetzt erstmal natürlich nochmal vorher die Komponente Nummer 50 ein. Dann gehen wir hier rein Richtung Nebenmission. Nach Abschluss der Nebenmission werden wir jetzt hier auch gleich natürlich wieder ein Upgrade bekommen für Jack. Das ist nämlich hier wieder, ihr seht es ja, es gibt ja nur noch eins. Auch nur noch ein Ort, eine Nebenmission, die wir entdecken können, abschließen können, wie auch immer. Hier kommt ein Roboter raus, den vielleicht besser vorher töten, nicht so wie ich direkt einsammeln. Und hier könnt ihr jetzt gleich runterrutschen. Das Ganze habe ich jetzt hier gemacht. Hier hattet ihr jetzt einen kleinen Fight. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt einen Kill machen mit eurer Reliktwaffe. Sobald dann der Fight zu Ende ist, kann hier Jack wieder den Spind aufmachen. Und hier ist auch im Endeffekt das letzte Upgrade in Kapitel 4 für Jack drin.
Wir laufen jetzt hier einmal nach oben. Ihr seht es nochmal, Sekundärmission abgeschlossen. Laufen hier nach oben. Hier auch wichtig, erst nach links gehen und nicht runterspringen. Ihr habt jetzt hier gleich die Möglichkeit runter zu jumpen. Aber links davon, hier gleich, haben wir nämlich noch eine Komponente. Die sollte man natürlich vorher aufsammeln, bevor man hier runterspringt. Und es war dann auch schon das letzte Sammlerstück für Kapitel 4. So, wir sehen es wieder, von hier bin ich gekommen. Wir sind in diesem Raum mit diesen Geschützen und gehen jetzt einmal hier rein. Also Kapitel 5 wird auf jeden Fall auch wieder deutlich angenehmer. Man sieht es ja, 6 Sammlerstücke, 21 Komponenten. Das wird auf jeden Fall hier deutlich entspannter wie bei Kapitel 4. Akt 3 generell wird auch noch ein Spaß, da könnt ihr euch auch noch freuen. Hier neben der Leiche haben wir einen Helm, den nehmen wir mit. Wir sind jetzt hier wieder bei diesen Geschützen. Jack hat uns unsichtbar gemacht, oder ihr könnt ja entweder den Befehl geben, euer Freund, der ihn steuert, macht es halt eben. Das müsst ihr auch machen, sonst kommt ihr natürlich hier an den Geschützen nicht vorbei, wenn ihr nicht unsichtbar seid. Und hier drin haben wir die ersten 5 Komponenten. Und jetzt sind wir hier quasi in diesem Raum, wo alles ja gefroren ist, zum Kryo-Raum. Dann gehen wir einmal nach links, dann treten wir hier gleich die Tür ein und die haben wir auch gleich direkt vor uns im Endeffekt. Komponente Nummer 6. Sobald ihr jetzt hier quasi rüberlaufen könnt, biegt ihr hier gleich einmal ja rechts ab. Hier seht ihr es. Wir können jetzt hier rüberlaufen und wir gehen jetzt nicht hier unserem kleinen Roboterfreund hinterher, sondern wir gehen einmal hier rechts nach oben. Und treten hier die Tür ein. Und quasi hier direkt vorne, man sieht schon, ist wieder so eine Klappe, die man wegmachen kann. Und hier sind wieder 3 Komponenten drin. Ne, 5, Entschuldigung. Es sind 5 Komponenten. Die nehmen wir einmal raus. Und direkt nebendran haben wir auch schon Sammlerstück Nummer 2 für Kapitel 5. Das Ganze wird hier, wie gesagt, relativ zügig gehen. Ihr seht es, wie immer, in die Richtung, wo ich so ein bisschen visiere. Von der sind wir gekommen. Und zwar laufen wir hier nach oben und rechts wieder auf so einem Tisch liegt die nächste Komponente, Nummer 12. Jetzt werden wir hier gleich eine kurze Cutscene haben, wenn ihr dann hier seid, wo dieser Dude in der Flüssigkeit drin ist. Direkt neben oder hinter ihm ist quasi das nächste Sammlerstück. Wir folgen jetzt so ein bisschen weiter der Mission. Das Ganze ist ja hier relativ linear, so ihr könnt ja eigentlich nicht viel falsch laufen. Dann könnt ihr jetzt entweder Jack rüberschicken, um gleich die Komponente zu holen. Aber ich glaube, da muss hier eh erstmal Stickstoff oder was es sein soll, muss er erstmal ausschalten. Dann hier im Schrank haben wir die nächsten 3 Komponenten. Und hier ein kleines Stückchen weitergegangen, haben wir quasi auch schon Sammlerstück Nummer 4. Hier von der Richtung sind wir wieder gekommen. Hier laufen wir rein. Dann gehen wir einmal nach rechts. Hier war vorhin eine Tür, die zu war. Die habe ich schon aufgemacht. Hier schießen wir einmal das Eis weg, dann klettern wir drüber und quasi hier links auf dem Tisch wieder ist das nächste Sammlerstück. Hier geht es jetzt weiter zu den Komponenten, ist quasi direkt nebendran. Und zwar hier in diesem Regal, ist Nummer 16. Sobald ihr dann hier alles soweit abgeschlossen habt, geht ihr hier einmal raus und quasi hier auf dem Boden, nicht da wo ich hinvisiere, sondern ein kleines Stückchen weiter links, ist das nächste Sammlerstück, beziehungsweise das letzte von Akt 2. Und jetzt gehen wir auch schon zu den letzten Komponenten. Und zwar, sobald wir hier die Tür aufmachen, müssen wir jetzt gleich hier Jack rüberschicken. Der holt jetzt gleich wieder die Komponenten für uns. Und ja, das war's dann im Endeffekt auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und man hört sich. Ciao, ciao.